Damen, herzlich willkommen bei der Telekom auf der CeBIT 2012. Ich darf Sie ganz, ganz herzlich begrüßen und mit Ihnen das Thema Cloud Computing, eines der Top-Themen unter dem Leitthema Managing Trust, besprechen. Und wir möchten Ihnen einen Einblick geben, wie Sie auf diese Cloud, in die Cloud reinkommen. Wie bei der Telekom läuft. Viele von Ihnen nutzen diese Cloud wahrscheinlich schon, die Telekom Cloud, indem Sie im privaten Bereich Bilder, Daten, Videos etc. auf anderen Festplatten speichern. Was hier so spielerisch aussieht, heißt nichts anderes, dass wir von der Telekom versuchen, ein komplettes Angebot für Ihr Unternehmen, für Ihre Möglichkeiten umzusetzen. Das ist das, was wir damit erzielen möchten. 6 Bausteine gibt es, die unterschiedliche Services anbieten und zu denen unterschiedliche Anwendungen passen. Diese Services möchte ich Ihnen vorstellen, und as a Service, das können wir uns merken. Der erste Punkt heißt Infrastructure as a Service. Da geht es um Rechnerkapazitäten, Datenspeicher etc. Also Infrastrukturen, die Sie als Service bekommen über die gemanagte, sichere Plattform. Zweiter Punkt, Communication as a Service. Einer der wichtigsten Bausteine, um vernetztes Arbeiten zu ermöglichen, Kommunikation untereinander zu erleichtern. Ein klassisches, praktisches Beispiel aus dem Business Marketplace in der Anwendung wäre IBI zum Beispiel. Also die gesamte Unternehmenskommunikation kommt aus dem Netz. Wenn wir die Begriffe hier noch hören, Unified Communication, so Videoconferencing-Lösung, das verstehen wir als Verbindung aller Kommunikationsmedien auf einer Anwendungsebene. Das ist mit Unified Communications-Lösung gemeint. Der dritte Punkt ist Desktop as a Service. Sie haben alle einen Desktop, aber wenn Sie wirklich flexibel arbeiten wollen, egal von wo, mit welchem Endgerät, dann wäre es interessant, einen Desktop, der aus der Cloud generiert wird, zur Verfügung stehen zu haben. Das bietet Ihnen die Telekom als Pay-Per-Use-Lösung. Sie zahlen also nur das, was Sie brauchen, was auf dem Desktop da sein. Sie können ihn skalieren, je nachdem, was Sie für Ihr Unternehmen, für Ihre Mitarbeiter umsetzen möchten. Nächster Punkt, Business Apps as a Service. Das ist der zentrale Anwendungsbereich im Cloud Center, das Tor zur Telekom Cloud, wo Sie alle Anwendungen finden, die Sie für Unternehmen benötigen. Kundenmanagement, Finanzbuchhaltung ist dort, oder dieses Online-Meeting, was ich eben schon benannt hatte. Auch hier, Sie mieten statt teuer einzukaufen, Lizenzen, Software etc. Und Sie brauchen sich nicht um das nächste Update zu kümmern. All das passiert automatisch. Wenn das Leitthema der CeBIT 2012 Managing Trust ist, dann ist natürlich ein Top-Thema drunter Cloud Computing, und das muss gelöst sein. Security as a Service. Wir haben mit den Highlights gleich noch eine konkrete Security-Lösung, aber dort geht es um Authentifizierung, Zugriffsrechte für Ihre Mitarbeiter und Mitarbeiter, bereinigte Datenwege von innen nach außen, aber auch von außen nach innen. Und diese Sicherheitslösung gibt es aus dem Netz. Die Cloud selber ist sicher, und das sind spezifische Sicherheitslösungen für Ihr Unternehmen. Wenn Sie sichere Entwicklungsumgebung benötigen, um Software selber aufzubauen, dann bekommen Sie die schnell und flexibel, keine eigenen IT-Investitionen, ebenfalls als gemanagte Version aus der Cloud, aus der Plattform. Und damit sind die 6 Bausteine benannt, was die Cloud alles kann. Und wenn wir es zusammenfassen, ist es so, dass sowohl Privates als auch Unternehmerisches in die Cloud einfließt und alle davon profitieren. Die Tatsache, dass wir einen Zugang, eine Pforte, ein Tor in die Cloud haben, ist schön, weil dann kann man sich das vorstellen und wir können Ihnen zeigen, wie es aussieht. Das ist meine Aufgabe. Danach gebe ich Ihnen noch eine besondere Möglichkeit, eine Cloud-Anwendung zu sehen. Da geht es dann um die Brüder Klitschko. Das ist der zweite Teil. Was ist im Cloud Center? Das ist der Überbegriff als Tor, als Pforte, denn zu finden, anzusehen für Privatkunden, Geschäftskunden und die Großkunden. Es sind ganzheitliche Anwendungen, um Ihre Unternehmen, Unternehmensleistung zu unterstützen. Da geht es um Kundenmanagement, Finanzbuchhaltung, Online-Meeting-Räume etc. Und das Ganze finden Sie im Cloud Center. Die URL sage ich Ihnen gleich. Wenn die Telekom den Anspruch hat, neben Ihren qualitativ hochwertigen Produkten alles anbieten zu können für Unternehmen, dann sagen Sie, naja, da muss aber noch was drauf. Und deshalb ist unsere Plattform offen für Lösungen von Partnern. Die zertifizieren wir und werden Sie dann im Sommer, wenn das Herzstück des Cloud Centers online geht, jeweils vorstellen. Da haben Sie verschiedene Möglichkeiten, wie es aussieht, sehen Sie hier. Das ist der Privatkundenbereich. Da haben Sie jetzt schon in der Cloud 25 GB freien, kostenlosen Speicher, den Sie sozusagen nicht mehr auf Ihrer eigenen Festplatte, sondern auf einer anderen Festplatte in einem anderen Rechenzentrum ablegen können. Das ist ja nichts anderes als die Cloud.
hier eingegeben vielleicht nochmal, die Telekom verwaltet alle Cloud-Angebote auf deutschen Rechenzentren, auf deutschem Boden, in deutschen Großrechenzentren, die in Großstädten sind. Also nennen Sie eine Stadt, meistens steht da auch ein Telekom-Rechenzentrum. So sieht es aus für die Geschäftskunden. Wäre das der Bereich der Business Marketplace, das ist der entscheidende Punkt. Die Großkunden finden diese Optik vor, und wenn wir alle Angebote nochmal zusammenfassen, dann nehme ich den Business Marketplace nochmal raus, weil das, verstehen Sie es wie ein Marktplatz, ist der Ort, wo Sie alle Angebote, Kundenmanagement, Lizenzsoftware, Finanzbuchhaltung, das wäre Scope Visa oder iMeet als Online-Meeting-Raum jeweils finden. Sie können sich kostenlos als Testkunde registrieren lassen, das ist im Moment der Fall, weil das Ganze, wie gesagt, im Sommer dann komplettiert ist. Im Cloud Center, im Business Marketplace finden Sie Ihre Anwendung jeweils nach Kategorien und Branchen sortiert, je nachdem, wie Sie in die Cloud einsteigen möchten, mit einem kleinen Produkt ein erstes Element auslagern, weiteres Vertrauen sammeln und dann ganzheitlicher agieren mit der Telekom Cloud. Es soll einfach sein, die Skalierbarkeit ermöglicht volle Kontrolle, mit ein paar wenigen Klicks das Ganze zu bedienen, und die Administration, also Zugriffsrechte, Lizenzierung für Software etc. können Sie einfach kontrollieren und verwalten. Bezahlen tun Sie nur das, was Sie wirklich nutzen, je nachdem, welches gewünschte Modell Sie wählen. Hier möchte ich nochmal, das ist so der Überblick über die Dinge, von denen Sie profitieren, auf die Nutzerbewertung eingehen. Das kennen Sie aus Online-Portalen, wenn Sie Sachen einkaufen, gibt es Bewertungen. Auch das finden Sie im Business Marketplace. Und wenn Sie ein Top-Produkt gut bewertet sehen, haben Sie Vertrauen, und davon profitieren letztendlich alle, die darauf zugreifen wollen. Ist es wirklich so einfach, wie wir bisher gesehen haben? Wir zeigen mal ein kurzes praktisches Beispiel. Dass Sie da sind, Herr Jacobs. Wir müssen dringend die neue Software für die Büros im zweiten Stock einrichten, und die Updates für die Buchhaltung brauchen wir auch. Fertig. Der Business Marketplace der Telekom. Business Software einfach und schnell kaufen, installieren und verwalten. Die Cloud Services der Telekom. Ja, das sagen ja alle, und es sei so einfach und der Zugang sei easy. Deshalb sind Sie hier und wir auch. Wir wollen transparent sein. Bitte gehen Sie ins Cloud-Büro, vielleicht jetzt schon oder nach dem zweiten Element, was ich Ihnen vorstellen möchte. Hinter dieser Wand sind alle Möglichkeiten, die jetzt schon zu sehen sind, für Sie bereitgestellt. Sie können sich von der Einfachheit überzeugen und einen tieferen Eindruck bekommen. Das ist ja auch der Weg, den wir in die Cloud finden. Also ein bisschen mehr Vertrauen gewinnen, weil wir Wissen haben. Dadurch wird es transparenter. Eine Cloud-Anwendung, die ist letztes Jahr schon auf der CeBIT gegeben hat, möchte ich Ihnen kurz nochmal vorstellen, weil wir ein paar neue Features drin haben. Und das ist Telepräsenz. Ein Beispiel, eine Zusammenfassung. Vielleicht müssen Sie heute nach München zum Meeting. Entschuldigung, aber ich habe am Flughafen gewartet. Was ist denn los? Ich denke, wir müssen nach München. Wir sind ja schon da. Und was ist mit meinem Hut? Umweltschutz. Ach, und einen Tomatensaft und ein Brötchen kriegen Sie auch von mir. Gleichzeitig die Reisekosten und den CO2-Ausstoß reduzieren. Telepresence, die Ende-zu-Ende-Lösung ohne große Vorinvestitionen. Wenn das mit dem Tomatensaft das einzige Problem ist, das wir lösen müssen, dann glaube ich, wird es relativ einfach. Klitschko-Brüder nutzen Telepräsenz ebenfalls zu den Pressekonferenzen. Wenn also Pressevertreter nicht in Hamburg oder in München, je nachdem, wo die Pressekonferenz ist, bekommen die einen Zugang, und wir schneiden das dann gleichzeitig mit über die Konferenzanlage, und die Fragen können aus unterschiedlichen Standorten in Multisessions dann mit den Klitschko-Brüdern geklärt werden. Ich weiß nicht, ob die das in Zukunft immer so lösen wollen, weil bei der letzten Pressekonferenz ging es ja auch kräftig zur Sache. Herr Chisora gegen David Hay. Und das Thema Telepräsenz wird da einmal bitte vielleicht vor zwei Tagen in der Presse gelesen haben, denn darauf sind wir sehr stolz. Vor zwei Tagen sind wir offiziell zertifiziert worden. Wir haben das Zertifikat vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnologie überreicht bekommen für die DE-Mail. Das
Jetzt für den Großkundenbereich. Sie als Privat- und Geschäftskunden können auf die DE-Mail ab September zugreifen. Wir werden das dort auf der IFA präsentieren und die Zertifikate dort launchen. Schneller und günstiger als der Postbrief. Und es gibt diese staatlich geprüfte Sicherheit, dass es angekommen ist. Sie haben also die Beweiskraft im Streitfall. Und wir sind ja Sparer. Das Ganze ist integriert in E-Mail-System und was man alles sparen kann. Nicht nur die Druck- und Portokosten, sondern die ganzen Korrespondenzen, die Sie per die E-Mail, die jetzt erscheinen, übertragen können und vor allen Dingen keine Medienbrüche mehr haben. Beispiel, Sie verschicken eine E-Mail, kriegen eine Antwort per Brief und darauf antworten Sie wieder mit einem Fax. Drei Medienbrüche. All das und dann weiß keiner mehr, wo was jetzt hinterlegt ist und so. Die E-Mail bleibt in einem System drin. All das können Sie damit erreichen. Mit dem Gesetzgeber zertifiziert und abgesichert. Managed IT Service, das entspricht einem Beispiel von Platform as a Service, was wir eben hatten als Strukturelement. Das heißt, Sie bekommen sicher und flexibel IT zur Verfügung gestellt, brauchen keine Eigeninvestition, keinen Pflegeaufwand und das Ganze gemanagt von der Plattform. IT Managed Services. Je nachdem, wie Sie es brauchen, sehr flexibel, kostenorientiert. Mobile Device Management. Sagen Sie mir, wie Ihr Sicherheitskonzept im Unternehmen ist und wie die jeweilige Lösung für die mobilen Endgeräte der Mitarbeiter ist. Gibt es saubere Wege von außen nach innen, wenn Sie sensible Unternehmensdaten transportieren? Wie sind die mobilen Endgeräte in Sicherheitskonzept eingestellt? Wie daten Sie Softwaren ab? Wie vergeben Sie Lizenzen? All das gibt es als Thema. Hier rechts, links von mir vorbei finden Sie den Counter zum Mobile Device Management. Da gibt es alle wichtigen Fragen. Für mich unglaublich, bis zu 100.000 Endgeräte sind verfügbar, sind überschaubar. Und das auf einer gehosteten Plattform, browserbasiert. Keine Software, keine Lizenz, der hinterliegt und Sie können alles überblicken. Sie haben alles transparent und wenn ein Gerät mal verloren geht, können Sie es crashen mit einem zentralen Remote-Zugriff und im Nachhinein, wenn Sie möchten, es wiedergefunden wird, die Sachen wieder hochladen, also wiederherstellen. All das ist möglich und Sie wissen genau, wann Ihre Mitarbeiter das letzte Mal dran waren, haben einen wunderbaren Überblick und sind immer tagesaktuell, weiß nicht, ob sonst bei vielen, vielen Mitarbeitern in Großunternehmen dann einzeln per USB die neue Software überspielt wird. Das geht alles mit Mobile Device Management. Ganz spannende, tiefere Informationen bei den Kolleginnen und Kollegen, die sagen, klicks vorbei, gibt es die Elemente hier. Cloud Connectivity, das ist die Grundvoraussetzung, damit Sie in die Cloud reinkommen können. Stichwort Ende-zu-Ende-Service, Sie kriegen von uns den Zugang, Sie kriegen von uns den Betrieb und die Anwendung und das mit einem entsprechenden Sicherheitskonzept, das alle möglichen Geschwindigkeiten, LTE, Festnetz, aber auch die zu Kosten attraktiven Tarifen mit Partnern und Endgeräten verbunden sind. Das heißt Cloud Connectivity. Sie kommen also rein mit uns. Und das ist dieses konkrete Beispiel für Ihr Sicherheitsempfinden bei der Cloud. Für mich ist es einer der wichtigsten Punkte. Da kriegen wir auch die meisten Fragen, was ist mit Hackerangriffen, wie ist die Lösung dort, wo stehen die Rechner, die Rechenzentren, das hatte ich gesagt, in Deutschland. Alle Cloud-Lösungen der Telekom sind in Rechnern in Deutschland platziert, auf deutschem Boden. Und ClearPass, ein Unternehmen, mit dem wir gemeinsam in dieses Sicherheitskonzept eintreten, ClearPass Networks, finden Sie dort an diesem Tisch direkt nebenan. Die laden Sie auch herzlich ein für ein intensives Gespräch. Und da haben Sie zum Beispiel die Möglichkeit, Bedrohungen von außen automatisch abzuwehren. Sie können durch einen kleinen Klick auf einer Branchenseite nach möglichen Webinhalten, die nicht gewünscht sind, diese Seiten können gesperrt werden. Also die werden vorsortiert und das Ganze wird gefiltert, zentral verwaltet. All das bietet ClearPass zu Ihrer Sicherheit für Ihr Unternehmen. Wie gesagt, ein erster Informationsüberblick und ich würde mich sehr freuen, wenn Sie Ihren Wissenshunger noch ein bisschen nachgeben und Gast bei uns sind auf dem Telekom-Stand. Das ist das Bild, was die Medien, das ZDF war auch gerade wieder hier, seitdem wir hier proben, mitnehmen. Das spiegelt so ein bisschen Ihr Abbild in der Cloud wieder, was uns in Zukunft erwarten wird. Wie uninteressant es ist, vielleicht der kleinen Philosophie des Berbervolks aus der Sahara, den Tuareg, nachzugehen. Nur wer wenig besitzt, ist wirklich frei, also keine eigene IT mehr und so. Sie kriegen die Services aus der Cloud. Viel Vergnügen in der Cloud. Machen Sie Erinnerungsfoto. Schön, dass Sie dabei waren. Interessante Gespräche und gute Geschäfte. Danke.